Teil 2, Kapitel 9 von 20.000 Meilen unterm Meer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ellie. 20.000 Meilen unterm Meer von Jules Verne. Teil 2, Kapitel 9. Ein verschwundener Kontinent. Am folgenden Morgen, den 19. Februar, trat der Kanadier in mein Zimmer. Ich erwartete seinen Besuch. Seine Miene war sehr herabgestimmt. »Nun, mein Herr«, sagte er zu mir. »Nun, Ned, der Zufall ist uns gestern nicht günstig gewesen.« »Ja, der verdammte Captain musste gerade zu der Stunde anhalten, da wir im Begriff waren, von seinem Fahrzeug zu entweichen.« »Ja, Ned, er hatte Geschäfte bei seinem Bankier.« »Seinem Bankier?« »Oder vielmehr bei seinem Bankhause. Ich verstehe darunter diesen Ozean, wo seine Schätze sicherer aufgehoben sind, als sie es in den Staatskassen wären.« Ich erzählte darauf dem Kanadier, was am Abend zuvor sich begeben hatte, in der stillen Hoffnung, ihn auf den Gedanken zu bringen, den Captain nicht zu verlassen. Aber meine Erzählung hatte nur den Erfolg, dass Ned energisch sein Bedauern aussprach, dass er nicht auf eigene Rechnung einen Ausflug auf den Kampfplatz von Vigo hatte machen können. »Kurz«, sagte er, »es ist noch nicht aller Tage Abend, nur ein vergeblicher Wurf der Harpune. Ein andermal wird's glücken, und gleich an diesem Abend, wenn's sein muss.« »In welche Richtung fährt die Nautilus?«, fragte ich. »Ich weiß nicht«, erwiderte Ned. »Nun denn, so werden wir zu Mittag die Aufnahme sehen.« Der Kanadier kehrte zu Conseil zurück. Sobald ich angekleidet war, begab ich mich in den Salon. Der Kompass beruhigte nicht. Die Nautilus fuhr in süd-südwestlicher Richtung. Wir kehrten Europa den Rücken. Ich wartete mit einiger Ungeduld, bis die Aufnahme geschah. Gegen 11:30 entleerten sich die Behälter und unser Fahrzeug stieg zur Oberfläche des Ozeans auf. Ich eilte auf die Plattform. Ned Land war mir schon zuvor gekommen. Es war kein Land mehr in Sicht. Auf der unmesslichen Meeres zeigten sich nur einige Segel am Horizont. Ohne Zweifel von solchen, die bis zum Kap Rogue die günstigen Winde zur Fahrt um das Kap der Guten Hoffnung herum suchten. Es war ein bedeckter Himmel. Ein Windstoß breitete sich vor. Ned versuchte voll Zorn, den nebeligen Horizont zu durchdringen. Er hoffte noch, dass hinter diesem Nebel sich das so ersehnte Land zeigen werde. Um 12 Uhr schien die Sonne einen Augenblick durch. Der Lieutenant benutzte diesen hellen Zeitpunkt, um die Höhe aufzunehmen. Darauf, als das Meer unruhiger ward, stiegen wir wieder hinab, und die Luke ward wieder geschlossen. Als ich eine Stunde nachher auf die Karte sah, bemerkte ich, dass die Lage des Nautilus darauf eingetragen war, mit 16 Grad 17 Minuten Länge und 33 Grad 22 Minuten Breite, 150 Lieues von der nächsten Küste entfernt. An ein Entweichen konnte man nicht mehr denken. Man kann sich den Zorn des Kanadiers vorstellen, als ich ihm zu erkennen gab, wo wir uns befanden. Ich meines Teils war nicht übermäßig untröstlich. Ich fühlte gleichsam eine lastende Bürde mir abgenommen, und ich konnte mich mit einer gewissen Ruhe wieder meiner gewohnten Beschäftigung wenden. Am Abend, gegen 11, erhielt ich ganz unerwartet den Besuch des Kapitäns Nemo. Er fragte mich sehr höflich, ob ich mich von dem Wachen in der vorherigen Nacht ermüdet fühle. Ich sagte nein. »Dann, Herr Aronnax, will ich Ihnen einen merkwürdigen Ausflug vorschlagen.« »Tun Sie das, Captain. Sie haben den Meeresgrund noch nicht anders besucht als bei Tag und Sonnenschein. Würde es Ihnen gefallen, ihn in dunkler Nacht zu sehen?« »Recht gerne. Dieser Spaziergang wird ermüdend sein, sage ich zum Voraus. Man muss weit gehen und einen Berg hinaus. Die Wege sind nicht sehr gut gebahnt.« »Was Sie da sagen, Captain, erhöht nur meine Neugierde. Ich bin bereit, Sie zu begleiten.« »Nun, so kommen Sie, Herr Professor, um unsere Skapander anzuziehen.« Als wir im Ankleidezimmer waren, sah ich, dass weder meine Gefährten noch irgendjemand von der Bemannung uns bei diesem Ausflug begleiten sollten. Der Captain hatte mir nicht vorgeschlagen, Ned oder Conseil mitzunehmen. In einigen Augenblicken waren wir angezogen. Man gab uns reichlich mit Luft versehene Behälter auf den Rücken, aber die elektrischen Lampen waren nicht in Bereitschaft. Ich bemerkte es dem Captain. »Sie werden uns unnütz sein«, erwiderte er. Ich glaubte, missverstanden zu haben, aber ich konnte meine Bemerkung nicht wiederholen, denn der Kopf des Kapitäns war schon in seiner Metallumhüllung verschwunden. Ich legte meinen Panzer vollständig an und fühlte, dass man mir einen beschlagenen Stock in die Hand gab, und nach einigen Minuten fassten wir Fuß auf dem Grunde des Atlantischen Meeres in einer Tiefe von 300 Meter. Es war bald Mitternacht und die Gewässer in tiefem Dunkel, aber der Kapitän Nemo zeigte mir in der Ferne einen rötlichen Punkt, einen weithin leuchtenden Schimmer,
der etwa 2 Meilen vom Nautilus entfernt glänzte. Was es für ein Feuer war, wodurch genährt, weshalb und wie es in der Wassermenge sich wiederbelebte, hätte ich nicht sagen können. Jedenfalls leuchtete es uns, obwohl unbestimmt. Aber ich gewöhnte mich bald an dies eigentümliche Dunkel, und ich begriff, wie unnütz unter diesen Umständen der Ruhmkorff'sche Apparat gewesen wäre. Wir schritten also nebeneinander her, gerade auf das bezeichnete Feuer los. Der ebene Boden stieg unmerklich. Wir machten mit Hilfe des Stockes große Schritte, aber im Ganzen kamen wir langsam vorwärts. Denn unsere Füße blieben oft in einer Art Schlamm stecken, der mit Algen durchknetet und mit flachen Steinen bedeckt war. Während des Voranschreitens vernahm ich über meinem Kopf ein gewisses Rieseln. Dieses Geräusch wurde mitunter stärker und erzeugte gleichsam ein anhaltendes Knistern. Die Ursache wurde mir bald klar. Es war der Regen, welcher ungestüm und prasselnd auf die Oberfläche fiel. Es kam mir instinktartig das Gefühl, als würde ich durchnässt. Von Wasser, mitten im Wasser. Ich konnte nicht umhin, über den närrischen Gedanken zu lachen. Aber unter dem dichten Skapanderkleid fühlt man das nasse Element nicht mehr, und man meint, mitten in einer Atmosphäre zu sein, die etwas dichter wie auf der Erde wäre. Das ist alles. Nachdem wir eine halbe Stunde weit gegangen, wurde der Boden steinig. Die Medusen, die mikroskopischen Schaltiere, die Seefedern beleuchteten ihn ein wenig mit phosphoreszierendem Schimmer, und ich erblickte dann Steinhaufen, die von Millionen Zoophyten und einer Menge Algen bedeckt waren. Der Fuß glitt oft aus, auf dieser klebrigen Decke von Tang, und ohne meinen eisenbeschlagenen Stock wäre ich manchmal gefallen. Wandte ich mich um, so sah ich stets die weiße Leuchte des Nautilus, welche in der Entfernung zu erbleichen begann. Diese Steinschichtungen, wovon ich eben sprach, waren auf dem Grunde des Ozeans mit einer gewissen Regelmäßigkeit gereiht, welche ich nicht zu erklären wusste. Ich gewahrte riesige Furchen, die sich im fernen Dunkel verloren und deren Länge nicht zu schätzen imstande war. Noch andere besondere Eigentümlichkeiten zeigten sich, welche ich nicht zu erklären wusste. Es kam mir vor, als zertraten meine schweren, bleiernen Sohlen eine Lage von Gebein, das mit trockenem Geräusch krachte. Was war dies für eine weite Ebene, über die ich hinschritt? Ich hätte den Käpt'n fragen mögen, aber seine Zeichensprache, wodurch er mit seinen Gefährten, wann sie ihn bei seinen unterseeischen Ausflügen begleiteten, sich verständigen konnte, war mir noch unverständlich. Inzwischen vergrößerte sich der rötliche Schein, welcher uns leitete, und setzte den Horizont in Flammen. Dass es unter den Wassern einen solchen Lichtherd gab, beunruhigte mich im höchsten Grade. War es eine elektrische Ausströmung, die sich kundgab, oder eine den Gelehrten der Erde noch unbekannte Naturerscheinung? Oder gar, der Gedanke fuhr mir durch den Kopf, hatte der Mensch bei dieser Glut die Hand im Spiele? Fachte er diesen Brand an? Sollte ich auf dem tiefen Meeresgrunde Genossen, Freunde des Käpt'n Nemo finden, welche gleich ihm ein so seltsames Dasein hatten, denen er einen Besuch abstatten wollte? Sollte ich dort unten eine ganze Kolonie Landesflüchtiger finden, welche des irdischen Elends müde die Unabhängigkeit im tiefsten Grunde des Ozeans aufgesucht und gefunden hatten? Alle diese tollen, unglaublichen Ideen verfolgten mich, und in dieser Stimmung des Geistes, der unablässig von den zahllosen Wundern, die unter meinen Augen geschahen, überspannt war, wäre ich nicht überrascht gewesen, wenn ich im tiefen Meeresgrunde auf eine der unterseeischen Städte, wovon der Käpt'n Nemo träumte, gestoßen wäre. Unser Weg wurde heller. Der bleiche Schimmer strahlte auf dem Gipfel eines etwa 800 Fuß hohen Berges. Aber was ich bemerkte, war nur der Widerschein, welcher sich durch das Kristall der Wasserschichten bildete. Die Quelle dieser unerklärbaren Helle, die Glutstätte, war auf der entgegengesetzten Seite gelegen. Mitten in diesen steinigen Irrgärten, welche den Grund des Atlantischen Meeres durchzogen, ging der Käpt'n Nemo ohne Anstoß weiter. Er kannte die dunklen Pfade. Ohne Zweifel hatte er sie schon oft gemacht und konnte sich nicht verirren. Ich folgte ihm mit unerschütterlichem Vertrauen. Er kam mir vor wie ein Genius des Meeres, und wann er vor mir herschritt, bewunderte ich seine hohe Gestalt, die auf dem hellen Hintergrunde schwarz abstach. Um 1 Uhr früh befanden wir uns auf den ersten Gebirgsaufgängen, aber um hinaufzukommen, musste man sich durch die schwierigen Pfade eines ungeheuren Gehölzes wagen. Ja, ein Gehölz von abgestorbenen, blätterlosen, saftlosen Bäumen, die durch Einwirkung des Wassers mineralisiert waren und über welche hier und da riesenhafte Fichten emporragten. Es war sozusagen wie ein noch aufrecht stehender Kohlenschatz, der mit den Wurzeln im Boden steckte und dessen Gezweig, gleich den seinen Papierschnitten, sich auf der Oberfläche der Gewässer klar abzeichnete. Man stellte sich einen Harzwald,
an den Seiten eines Gebirges vor, aber einen versunkenen Wald. Die Pfade waren mit Tang und Meergras überschüttet, worunter eine Welt von Schaltieren wimmelte. Ich klimmte die Felsen hinan, schritt über hingestreckte Baumstämme, zerriss die Meerlianen, welche sich von einem Baum zum anderen hinzogen, scheuchte die Fische auf, welche von einem Zweig zum anderen entflohen. Fortgerissen fühlte ich keine Müdigkeit. Ich folgte meinem Führer, welchem Ermüdigkeit unbekannt war. Welch ein Schauspiel! Wie ließe sich ein Bild geben von dieser Waldung und diesen Felsen? Unten, düster und wild, oben in der Färbung roter Töne, unter Einwirkung jenes hellen Schimmers, welche durch die zurückstrahlende Kraft des Gewässers verstärkt wurde. Wir klimmten Felsen hinan, die späterhin mit dem dumpfen Getöse einer Lawine zusammenfielen. Rechts und links zogen finstere Gänge, worin sich der Blick verlor. Der Kapitän Nemo ging stets aufwärts. Ich wollte nicht zurückbleiben, folgte ihm kühl, unterstützt durch meinen tüchtigen Stock. Ein Fehltritt wäre verderblich gewesen auf diesen engen Pfaden neben Abgründen, aber ich schritt weiter mit festen Tritten und ohne Schwindel. Bald sprang ich über einen tiefen Spalt, bald wagte ich mich über einen wankenden Baumstamm, der ungestürzt von einer Kluft zur anderen führte. Dort schienen monumentale Felsen auf unregelmäßiger Basis überhängend, den Gleichgewichtsgesetzen zu trotzen, und ich selbst fühlte nicht den Unterschied der starken Dichtigkeit des Wassers, wenn ich trotz meines schwerfälligen Anzugs, der kupfernen Kopfbedeckung und der bleiernen Schuhe über steile Abhänge so leicht, fast wie eine Gemse, aufwärts drang. Ich fühle wohl, dass ich bei dieser Erzählung Unwahrscheinliches zu sagen scheine. Aber es ist doch wirklich und unbestreitbar so. Es ist kein Traum, den ich berichte. 2 Stunden, nachdem wir den Nautilus verlassen hatten, waren wir über die Linie des Baumwuchses hinausgekommen und 100 Fuß über unseren Köpfen ragte die Spitze des Berges empor, welcher die glänzende Bestrahlung des Abhangs der anderen Seite verdeckte. Hier und da zogen sich versteinerte Gebüsche im Zickzack. Massenweise entflohen die Fische unter unseren Tritten, wie Vögel im Gesträuch. Die Felsenmasse war voll undurchdringlicher Spalten, tiefer Grotten, unergründlicher Löcher, worin es sich auf dem Grunde fürchterlich rührte und regte. Mein Pulsschlag stockte, wenn sich mir enorme Fühlhörner in den Weg streckten oder im Dunkel der Höhlungen erschreckliche Scheren klafften. Tausende leuchtender Punkte glänzten inmitten des Dunkels. Es waren die Augen riesenmäßiger Schaltiere, die in ihren Löchern hockten, kolossale Hummern, die sich wie Hellebardiere reckten, Krabben wie Kanonen auf ihren Lafetten und grässliche Polypen, die ihre Fühlhörner gleich einem lebendigen Schlangengebüsch verschlungen ausstreckten. Diese Ungeheuerlichkeiten waren eine mir unbekannte Welt. Seit wie vielen Jahrhunderten lebten diese Tiere also in den tiefsten Schichten des Ozeans? Aber ich konnte mich nicht dabei aufhalten. Der Kapitän Nemo achtete nicht mehr darauf. Wir waren auf einer ersten Hochfläche angelangt, wo andere Überraschungen meiner harrten. Man bekam da malerische Ruinen zu Gesicht, welche die Hand des Menschen erkennen ließen, ungeheure Haufen von Steintrümmern, woran man unklare Formen von Schlössern und Tempeln unterscheiden konnte, die mit einer Welt von Zoophyten in Blüte und mit einer dicken Hülle von Tang und Algen gleich Efeu überdeckt waren. Aber was hatte es mit diesem durch Überschwemmung versenkten Erdteil für eine Bewandtnis? Wer hatte diese Felsen und Steine als Zeugen aus der Urzeit aufgerichtet? Wohin hatte mich des Kapitän Nemos Laune geschleppt? Gern hätte ich ihn gefragt. Ich hielt ihn an, fasste ihn am Arm, aber er schüttelte den Kopf und zeigte auf den höchsten Gipfel des Berges, als wollte er sagen, komm, komm immer weiter. Ich nahm meine letzten Kräfte zusammen, ihm zu folgen, und in einigen Minuten hatten wir die Spitze erstiegen, die um etwa 10 Meter über diese ganze Felsenmasse emporragte. Ich blickte auf die Seite, woher wir gekommen waren, zurück. Der Berg erhob sich nur 700 bis 800 Fuß über die Ebene, aber auf der entgegengesetzten Seite beherrschte er aus doppelter Höhe den Grund dieses Teils des Atlantischen Meeres. Ich konnte weit hinausblicken und gewahrte einen ungeheuren Raum, vom starken Blitzeschein erleuchtet. In der Tat, der Berg war ein Vulkan, 50 Fuß unterhalb der Spitze, mitten in einem Regen von Steinen und Schlacken, warf ein weiterer Krater Lavaströme aus, die in feurigen Strudeln durch die Gewässer drangen. So erleuchtete der Vulkan wie eine ungeheure Fackel die darunterliegende Ebene bis zu den äußersten Grenzen des Horizonts. Ich habe gesagt, der unterseeische Krater warf nur Laven aus, keine Flammen. Für diese bedarf es des Sauerstoffs der Luft, und sie konnten ohne diesen sich nicht unter den Wassern entwickeln. Aber Lavaströmungen, die das Prinzip eines Brandes in sich tragen, können bis zum Rot-Weißen gedeihen, siegreich gegen das nasse Element kämpfen und bei einer Berührung verdunsten.
Alle diese Gase verbreiteten sich in reißenden Strudeln und die Lavaströme glitten bis zum Fuße des Berges hinab, wie einst aus dem Krater des Vesuvs auf Torre del Greco. Wirklich zeigte sich da unter meinen Augen in Trümmern eine in den Abgrund versunkene Stadt mit eingestürzten Dächern, zerfallenen Tempeln, verschobenen Gewölben, zu Boden gestürzten Säulen, an denen man noch die Verhältnisse toskanischer Architektur erkannte. Weiter hinaus Trümmer eines riesenhaften Aquädukts, hier im Schlamm vergraben eine Akropole mit den Formen eines Parthenon, dort die Spuren eines Quai, als hätte einst ein antiker Hafen am Gestade eines verschwundenen Ozeans den Kaufmannsschiff und Kriegstriremen Schutz gewährt. Und noch weiter hinaus lange Reihen zerfallener Mauern, große verödete Straßen, ein ganzes versunkenes Pompeji, welches der Captain Nemo vor meinen Augen wieder ins Leben rief. Wo war ich? Ich wollte es um jeden Preis wissen. Ich wollte reden. Die kupferne Kugel, welche meinen Kopf einkerkerte, abreißen. Aber der Captain Nemo kam zu mir und hielt mich ab. Dann hob er ein Stückchen kreideartigen Gesteins auf, trat an einen schwarzen Basaltfelsen und schrieb drauf ein einziges Wort. Atlantis. Wie ein Blitzstrahl fuhr mir ein Gedanke durch den Kopf. Die alte Atlantis Platons, das einst versunkene Festland, dessen Dasein eine Menge Gelehrten von Origenes bis Humboldt geleugnet, sein Verschwinden unter die Märchen gerechnet, von anderen nicht minder großen Gelehrten, von Plinius bis Buffon anerkannt wurde, hier lag es vor meinen Augen mit den unverwerflichen Zeugnissen eines Hinabsinkens. Es war also eine versunkene Landschaft, welche einst außerhalb Europas, Asien, Libyens vorhanden war, draußen vor den Säulen des Herkules, wo einst das mächtige Volk der Atlanten lebte, mit welchem das alte Griechenland seine ersten Kriege führte. Plato selbst hat in seinen Schriften die Großtaten dieser Heronenzeit aufgezeichnet. Sein Dialog Timaeus und Critias ist sozusagen unter Eingebung Solons geschrieben. Einst unterhielt sich Solon mit einigen weisen Greifen aus Sais, einer bereits 800 Jahre alten Stadt. Einer dieser Greise erzählte die Geschichte einer anderen Stadt, die über 1000 Jahre älter war. Diese erste, 900 Jahrhunderte alte athenische Stadt war von den Atlanten angegriffen und zum Teil zerstört worden. Diese Atlanten, sagte er, hatten ein unermessliches Festland inne, das größer war als Afrika und Asien zusammen und eine Fläche vom 12. bis 40. Grad nördlicher Breite deckte. Ihre Herrschaft erstreckte sich selbst auf Ägypten, sie wollten dieselbe auch über Griechenland ausdehnen, mussten aber vor dem unbezwinglichen Widerstand der Hellenen zurückweichen. Jahrhunderte verflossen. Es entstand eine Überschwemmung, ein Erdbeben und in Zeit von einer Nacht und einem Tag verschwand jene Atlantis, deren höchste Spitzen, Madeira, die Azoren, die Kanaren, die kapverdischen Inseln noch hervorragen. Diese historischen Erinnerungen rief die Inschrift des Captain Nemo in meinem Geiste wach. Also hatte mich das seltsame Geschick dahin geleitet, dass ich auf einem Berg dieses Kontinents stand, die Ruinen aus der Urzeit der geologischen Epochen mit Händen zu berühren imstande war. Ach, wie bedauerte ich diesen Mangel an Zeit. Gerne wäre ich die steilen Abhänge des Bergs hinabgestiegen, um den unermesslichen Kontinent ganz zu durchlaufen, der ohne Zweifel einst Afrika mit Amerika verband, um die großen Städte der Urzeit zu besuchen. Während ich über diesen Gedanken in Träume versank und alle Details dieser großartigen Landschaft mir einzuprägen bemüht war, stand auch der Captain Nemo, wieder eine bemooste Säule gelehnt, in stummes Träumen verloren. Eine volle Stunde blieben wir an dieser Stelle und betrachteten beim Glanz der Laven die ungeheure Ebene. Aus der Tiefe drang ein Getöse, das klar durch die umgebenden Gewässer drang und mit majestätischer Fülle widerhallte. In diesem Augenblick schien auch der Mond eine Weile durch die Masse der Gewässer und warf einige bleiche Strahlen auf den versunkenen Kontinent. Nur ein Schimmer zwar, aber von unbeschreiblichem Effekt. Der Captain erhob sich, warf einen letzten Blick auf diese unermessliche Ebene, darauf winkte er mit der Hand, ihm zu folgen. Wir stiegen rasch den Berg hinab. Als wir den mineralischen Wald einmal hinter uns hatten, sah ich die Leuchte des Nautilus gleich einem Stern glänzen. Der Captain schritt gerade drauf los, und wir befanden uns wieder an Bord, als eben das erste Schimmern des Morgenrotes die Oberfläche des Ozeans traf. Ende von Teil 2, Kapitel 9. Gelesen von Ellie. Mai 2009. Teil 2, Kapitel 10 von 20.000 Meilen unter dem Meer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ellie.
20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne, Teil 2, Kapitel 10. Unterseeische Kohlenminen. Am folgenden Tage, den 20. Februar, stand ich sehr spät auf. Die Ermüdung der nächtlichen Partie hatte mich bis 11 zu Bette gehalten. Ich zog mich rasch an, um mich bald über die Richtung des Nautilus zu versichern. Die Instrumente gaben mir an, dass er mit einer Schnelligkeit von 20 Meilen in der Stunde bei einer Tiefe von 100 Meter stets südlich fuhr. Conseil trat ein. Ich erzählte unseren nächtlichen Ausflug, und da die Läden geöffnet waren, so konnte er noch einen Teil des versunkenen Kontinents aus der Ferne erkennen. Die Nautilus fuhr in der Tat nur 10 Meter hoch über dem Boden der Atlantis hin, und zwar so schnell wie ein Ballon, den der Wind über Wiesenland treibt. Richtiger gesagt, wir waren in diesem Salon wie in dem Wagen eines Eilzuges. Der Vordergrund vor unseren Augen bestand aus fantastisch zugeschnittenen Felsen, Bäumen, die bereits aus dem Pflanzenreich ins Mineralreich übergegangen waren, ferner aus steinigen Massen, der im Teppich von Axidien und Anemonen bedeckt, von langen, senkrechten Wasserpflanzen, ferner aus seltsam gestalteten Lavablöcken, welche von der wütenden Gewaltsamkeit plutonischer Umgestaltungen Zeugnis gaben. Während diese bizarren Landschaften in der Beleuchtung unseres elektrischen Lichtes glänzten, erzählte ich Conseil von jenen Atlanten, von den Kriegen dieser Heronenzeit. Ich besprach die Frage der Atlantis wie ein Mann, der davon überzeugt ist. Aber Conseil in voller Zerstreuung zeigte wenig Sinn für diesen historischen Punkt. Zahlreiche Fische zogen seine Blicke an, und in die Tiefen der Klassifikation versunken, befand er sich nicht mehr in der wirklichen Welt. Ich schloss mich ihm an in ichthyologischen Untersuchungen. Übrigens zeigten die Fische des Atlantischen Meeres keinen erheblichen Unterschied von dem bisher beobachteten. Es waren Rochen von riesenhafter Größe, 5 Meter lang und von ungeheurer Muskelkraft, so dass sie sich über die Oberfläche des Wassers emporschnellen konnten. Verschiedene Arten Haifische, unter anderem ein blaugrüner 15 Fuß langer, der wegen seiner Durchsichtigkeit mitten im Wasser fast unsichtbar war. Braune Speerhaie, Störe gleich denen im mittelländischen Meere. Seepferde, Trompetenfische 1,5 Fuß lang, gelbbraune, mit kleinen Flossen, ohne Zähne noch Zunge. Unter den Knochenfischen notierte Conseil schwärzliche Makaira, 3 Meter lang und mit einem scharfen Degen am Oberkiefer. Seedrachen von lebhaften Farben, die wegen der Stacheln ihrer Rückenflossen schwer zu fangen sind. Schöne Goldbrassen, 8 Meter lange Schwertfische, die truppenweise ziehen, mit gelblichen sichelförmigen Flossen und 6 Fuß langen Schwertern. Unverzagte Tiere, die jedoch mehr von Pflanzen als Fischen leben und ihren Weibchen auf einen Wink gehorchen, wie ein bestgezogener Ehemann. Aber neben der Beobachtung der Seefauna verabsäumte ich nicht, die ausgedehnten Ebenen der Atlantis zu untersuchen. Manchmal war der Nautilus durch launenhafte Unebenheiten des Bodens genötigt, langsam zu fahren und glitt dann so gewandt wie ein Delfin durch die engen Wege zwischen den Hügeln. War dies unmöglich, so stieg er wie ein Luftballon aufwärts und setzte, nachdem das Hindernis beseitigt war, seine Schnellfahrt einige Meter tiefer fort. Diese Fahrt war reizend zum Staunen, ähnlich den Bewegungen einer Luftschifffahrt, und dass der Nautilus folgsam der Hand des Steuerers gehorchte. Um 4 Uhr abends zeigte das Erdreich, welches im Allgemeinen aus dichtem Schlamm mit mineralisiertem Gezweig vermischt bestand, allmählich eine andere Beschaffenheit. Es ward steinig und schien bedeckt von einem Gemenge aus Basalttuff mit einigen Lagen Lava und schwefelhältigen Obsidian. Ich dachte, auf die ausgedehnten Ebenen werde bald die Bergregion folgen, und wirklich, bei einigen Schwenkungen des Nautilus sah ich den südlichen Horizont durch eine hohe Wand versperrt, welche jeden Ausweg abzuschneiden schien. Sie ragte offenbar über den Meeresspiegel hinan. Es musste ein Kontinent oder wenigstens eine Insel sein, eine der kanarischen oder kapverdischen. Wo wir uns befanden, war mir völlig unbekannt. Jedenfalls schien eine solche Wand das Ende der Atlantis, wovon wir nur einen sehr kleinen Teil durchstreift hatten, zu bilden. Die Nacht unterbrach meine Beobachtungen nicht. Ich befand mich allein, da Conseil sich in seine Kabine begeben hatte. Der Nautilus war langsamer, bewegte sich leicht über unklaren Massen des Bodens, bald an denselben hinstreifend, bald zur Oberfläche aufsteigend. Dann sah ich durch die Gewässer einige lebhafte Sternbilder, oben gerade von denjenigen, welche zum Schweife des Orion gehören. Ich wäre noch lange an meinem Fenster geblieben, um die Schönheiten des Meeres und des Himmels zu bewundern. Da schlossen sich die Läden. Der Nautilus war eben an die senkrechte Wand gekommen, und wie er nun manövrieren würde, konnte ich nicht erraten. Ich begab mich auf mein Zimmer. Der Nautilus rührte sich nicht. Ich schlief ein, fest entschlossen, nach einigen Stunden wieder aufzustehen. Aber am folgenden Morgen kam ich erst um 8 in den Salon. Ich sah auf das Manometer und fand,
daß der Nautilus auf der Oberfläche des Meeres schwamm. Ich vernahm übrigens Fußtritte auf der Plattform, doch verriet kein Schwanken den Wellenschlag des Meeresspiegels. Ich stieg zur Lukenöffnung. Sie war geschlossen. Aber anstatt des Tageslichts, wie ich erwartete, sah ich mich von dichtem Dunkel umgeben. Wo befanden wir uns? Hatte ich mich geirrt? War es noch Nacht? Nein, es schimmerte kein Stern, und so stockfinstere Nacht gibt's nicht. Ich wusste nicht, was ich denken sollte, als eine Stimme mich anrief. Sind Sie's, Herr Professor? Ah, Captain Nemo, erwiderte ich. Wo sind wir? Unter der Erde, Herr Professor. Unter der Erde? Rief ich aus. Und der Nautilus schwimmt noch? Er schwimmt fortwährend. Aber ich begreife nicht. Warten Sie einige Augenblicke. Unsere Leuchte wird angezündet werden, und wenn Sie Klarheit lieben, sollen Sie befriedigt werden. Ich betrat die Plattform und wartete. Das Dunkel war so vollständig, dass ich nicht einmal den Captain Nemo wahrnehmen konnte. Doch als ich zum Zenit aufblickte, gerade über meinem Kopf, glaubte ich einen unbestimmten Schimmer zu bemerken. Eine Art Dämmerlicht durch ein rundes Loch. In dem Augenblick wurde die Leuchte plötzlich angezündet, und vor seinem lebhaften Glanz verschwand jener unbestimmte Schimmer. Einen Augenblick musste ich meine durch das elektrische Licht geblendeten Augen schließen. Dann blickte ich umher. Der Nautilus lag still auf der Wasserfläche, neben einer steilen Küste, die einen Quai gleichgestaltet war. Dies Meer, worauf er eben lag, war ein See, umschlossen von Felswänden in einem Umkreis, welcher 2 Meilen Durchmesser, also 6 Meilen Umfang hatte. Sein Wasserspiegel konnte nur, das Manometer wies es nach, auf gleicher Höhe wie der äußere sein, denn es fand notwendig eine Verbindung zwischen diesem See und dem Meere statt. Die hohen Wände wölbten sich oben und bildeten einen ungeheuren, umgekehrten Trichter von 5 bis 6 Meter Höhe. An der Spitze befand sich eine kreisrunde Öffnung, durch welche ich den matten Schein offenbar vom Tageslicht bemerkt hatte. Bevor ich die innere Beschaffenheit dieser enormen Höhle aufmerksam untersuchte, bevor ich mir die Frage vorlegte, ob sie ein Werk der Natur oder des Menschen sei, wendete ich mich an Captain Nemo. »Wo sind wir?« fragte ich. »Mitten im Zentrum eines erloschenen Vulkans«, erwiderte der Captain. »Eines Vulkans, in dessen Inneres das Meer eingedrungen ist, infolge einer Zerreißung des Bodens. Während Sie schliefen, Herr Professor, ist der Nautilus durch einen zentralen Kanal 10 Meter unter dem Meeresspiegel in diesen See eingelaufen. Hier ist sein Haupthafen, ein sicherer, bequemer, geheimnisvoller, gegen alle Windstriche geschützt. Ist denn auf den Küsten eurer Kontinente oder Inseln eine Rede zu finden, die eine so sichere Zuflucht und Schutz gegen wütende Orkane darböte?« »Wahrhaftig«, erwiderte ich, »hier sind Sie in Sicherheit, Captain Nemo. Wer könnte im Zentrum eines Vulkans Ihnen beikommen? Aber habe ich nicht in seinem Gipfel eine Öffnung bemerkt?« »Ja, sein Krater, der vormals von Lava, Dünsten und Flammen erfüllt, nun diese erquickliche Luft, welche wir einatmen, hereinlässt.« »Aber was ist das für ein vulkanischer Berg?« fragte ich. »Er gehört zu einem der zahlreichen Eilande, womit dieses Meer bedeckt ist. Nur eine Klippe für die Schiffe, für uns eine unermessliche Höhle. Der Zufall hat sie mich finden lassen und hat mir damit sehr genützt.« »Aber könnte man nicht durch diese Öffnung, welche den Krater des Vulkans bildet, hinabsteigen?« »Ebenso wenig, als ich hinaufsteigen könnte. Bis zu einer Höhe von 100 Fuß ist der untere Teil des Berges innen zu ersteigen, aber darüber hinaus hängen die Wände über, und auf ihren Abhängen kann man nicht hinaufkommen.« »Ich sehe, Captain, dass die Natur Ihnen überall und immer zu Diensten ist. Sie sind auf diesem See in Sicherheit, und kein Mensch außer Ihnen kann seine Gewässer besuchen. Aber wozu ein Zufluchtsort? Nautilus bedarf eines Hafens nicht.« »Nein, Herr Professor, aber er bedarf Elektrizität, um sich zu bewegen. Elemente zur Erzeugung seiner Elektrizität, Sodium, um die Elemente zu nähren, Kohle, um sein Sodium zu bereiten, und Kohlenminen, um seine Kohlen zu gewinnen. Nun aber bedeckt das Meer eben hier ganze Wälder, die in der Urzeit versanken, um mineralisiert und in Steinkohle verwandelt, wie eine unerschöpfliche Vorratsgrube zu bilden.« »Ihre Matrosen also, Captain, sind Grubenleute?« »Jawohl. Diese Minen laufen unter dem Meere her, wie die Gruben von Newcastle. Hier holen meine Leute in ihren Skapandern mit Hacke und Schaufel die Kohle, welche ich aus den Gruben der Erde nicht bedarf. Wenn ich diesen Stoff für Gewinnung des Sodiums verbrenne, kommt der Berg durch den aus dem Krater aufsteigenden Dampf noch das Aussehen eines tätigen Vulkans.« »Und wir können Ihre Leute bei der Arbeit sehen?« »Nein, diesmal wenigstens nicht, denn ich habe Eile, unsere unterseeische Fahrt fortzusetzen. Darum beschränke ich mich jetzt drauf, aus meinem Vorrat von Sodium mich zu versehen. Wir brauchen dafür einen Tag, um dasselbe an Bord zu schaffen. Dann werden wir unsere Fahrt fortsetzen. Wenn Sie also, Herr Aronnax, diese Zeit benutzen wollen, diese Höhle zu durchwandern und den See rings zu befahren, so steht's in Ihrem Belieben.« Ich dankte dem Käpt'n und suchte meine Gefährten auf, die noch nicht aus ihrer Kabine herausgekommen waren.
Ich lud sie ein, mir zu folgen, ohne ihnen zu sagen, wo sie sich befanden. Conseil, der über nichts mehr sich verwunderte, sah es als etwas ganz Natürliches an, dass er unter einem Berg aufwachte, nachdem er unter dem Wasser eingeschlafen war. Aber Ned Land hatte keinen anderen Gedanken, als zu erforschen, ob die Höhle nicht einen Ausgang habe. Nach dem Frühstück gegen 10 Uhr stiegen wir aus an die Küste. Da sind wir wieder einmal auf dem Lande, sagte Conseil. Das nenne ich nicht Land, erwiderte der Kanadier. Und zudem sind wir nicht auf, sondern unter demselben. Zwischen dem Fuß der Gebirgswände und dem Wasser des Sees zog sich ein sandiger Uferrand, der, wo am weitesten, 500 Fuß breit war. Auf diesem sandigen Rand konnte man leicht um den See herumgehen. Aber die Basis der hohen Wände bildete ein unebener Boden, worauf malerisch aufgeschichtet vulkanische Felsblöcke und ungeheure Bimssteine lagen. Alle diese durcheinander geworfenen Massen, durch die Einwirkung der unterirdischen Feuer mit einem glatten Schmelz bedeckt, warfen, wenn die elektrischen Strahlen der Leuchte sie trafen, einen schimmernden Glanz zurück. Der Glimmerstaub des Ufers, den unsere Tritte erregten, flog auf, gleich einer Wolke von Funken. Der Boden erhob sich merklich, so wie man sich von dem Wasser entfernte, und wir gelangten bald zu langen, gewundenen Aufwegen, wahren Ambergen, welche allmählich hinaufzukommen gestatteten. Aber man musste inmitten dieser von keinem Bindemittel zusammengehaltenen Haufen vorsichtig schreiten. Und der Fuß glitt auf diesen glasartigen Trachyten, die aus Kristall von Feldspat und Quarz gebildet waren. Die vulkanische Natur dieser enormen Höhlungen bestätigte sich allerwärts. Ich machte meine Gefährten darauf aufmerksam. Können Sie sich vorstellen, fragte ich sie, wie dieser Trichter sein müsste, wenn er mit siedender Lava sich füllte und das Niveau dieser glühenden Masse bis zur Mündung des Berges stieg, wie das siedende Metall über die Wände eines Gießofens? Ich kann mir es völlig so vorstellen, erwiderte Conseil. Aber kann mir mein Herr sagen, weshalb der große Gießer seine Verrichtung eingestellt hat und woher es kommt, dass an die Stelle eines Gießofens ein See mit so stillem Wasser getreten ist? Sehr wahrscheinlich, Conseil, weil irgendeine gewaltsame Zerklüftung unterhalb der Meeresoberfläche diese Öffnung hervorgebracht, welche dem Nautilus zur Einfahrt gedient hat. Da stürzten die Wasser des Atlantischen Meeres ins Innere des Berges hinein. Es gab dann einen fürchterlichen Kampf zwischen beiden Elementen, aus welchem Neptun als Sieger hervorging. Aber es sind seitdem viele Jahrhunderte verflossen, und der vom Wasser überwältigte Vulkan hat sich zu einer friedlichen Grotte umgewandelt. Sehr richtig, versetzte Ned Land. Ich lasse die Erklärung gelten, aber ich bedauere in unserem Interesse, dass diese Öffnung, wovon der Professor spricht, nicht oberhalb des Meeresspiegels entstanden ist. Aber, Freund Ned, erwiderte Conseil, wäre diese Öffnung nicht unter der See gewesen, so hätte der Nautilus nicht hineingelangen können. Und ich will hinzufügen, Meister Land, die Wasser wären dann nicht unter den Berg eingedrungen und der Vulkan wäre Vulkan geblieben. Ihr Bedauern ist also überflüssig. Wir stiegen weiter aufwärts. Die Aufwege wurden immer steiler und enger. Mitunter wurden sie von tiefen Schluchten unterbrochen, über welche man setzen musste. Überhängende Massen mussten umgangen werden. Man glitt auf den Knien, man rutschte auf den Bauch. Aber mit Hilfe der Geschicklichkeit Conseils und der Kraft des Kanadiers wurden alle Hindernisse überwunden. In einer Höhe von etwa 30 Meter änderte sich die Beschaffenheit des Bodens, ohne dass er darum bequem zu passieren wurde. An der Stelle der Konglomerate und Trachyte traten schwarze Basalte. Diese zogen teils in blasigen Streifen, teils bildeten sich regelmäßige Prismen, die sich wie eine Kolonnade reihten, auf welcher das ungeheure Gewölbe ruhte. Ein staunenswertes Muster natürlicher Architektur. Sodann schlängelten sich weithin Gänge kalt gewordener Lava mit Harzstreifen durchzogen und stellenweise breiteten sich weite Schwefellager. Durch den oberen Teil des Kraters fiel ein stärkeres Licht herein und übergoss mit einem Dämmerschein alle diese für immer im Schoße des erloschenen Gebirges vergrabenen vulkanischen Auswürfe. Doch wurde unser Aufsteigen bald auf einer Höhe von 250 Fuß durch unüberwindliche Hindernisse gehemmt. Die innere Wölbung ward überhängend und wir mussten nun seitwärts um den See herum wandern. Auf dieser Stufe fing das Tierreich an, mit dem Mineralreich zu ringen. Es ragten einige Gebüsche, selbst Bäume aus den Krümmungen der Wand. Ich erkannte Euphorbien und Heliotropien. Diese letzteren konnten freilich sich nicht der Sonne zuwenden, weil die Strahlen derselben nicht zu ihnen reichten. Einige Chrysanthemen wuchsen schüchtern neben Aloe mit langen, traurigen, kränkelnden Blättern. Aber zwischen den Lavagängen bemerkte ich kleine Veilchen, die noch leicht dufteten, und erquickte mich an den köstlichen Geruch. Wir waren zu einem Gebüsch gekommen, das mit starken Wurzeln die Felsen auseinandertrieb, als Ned Land ausrief. Mein Herr, ein Bienenstock. Ein Bienenstock? Versetzte ich mit ungläubiger Miene. Ja, ein Bienenstock, wiederholte der Kanadier. Und da summen Bienen herum.
Ich trat hinzu und mußte mich durch den Augenschein überzeugen. Es fanden sich da in der Mündung eines Loches in einem hohlen Baume einige tausend dieser fleißigen Insekten, die auf den Kanarischen Inseln sehr häufig sind, wo man auch den Honig sehr zu schätzen weiß. Ganz natürlich wünschte da der Kanadier, sich mit Honig zu versehen, und er hätte mir sehr übel genommen, wenn ich ihm hätte entgegen sein wollen. Er entzündete mit seinem Feuerstrahl ein Häuschen dürrer Blätter mit Schwefel vermischt an und ließ den Rauch zu den Bienen dringen. Bald hörte das Summen auf und die Waben lieferten einige Pfund duftenden Honig, welchen Ned Land in seinem Ranzen barg. Wenn ich diesen Honig mit dem Teig vom Brotfrüchtebaum menge, sprach er, bin ich imstande, ihn in einen schmackhaften Kuchen fortzusetzen. Potz, sagte Conseil, das gibt ja Lebkuchen. Lassen wir jetzt den Lebkuchen, sagte ich, und setzen unseren interessanten Spaziergang fort. Nachdem wir auf dem Pfade, worauf wir uns befanden, noch etwas weiter gegangen, lag der See in seiner ganzen Ausdehnung vor unseren Blicken. Die Leuchte ließ seinen riesigen Spiegel vollständig erkennen, wie er ohne Wellen und Runzeln war. Der Nautilus hielt sich völlig unbeweglich. Auf seiner Plattform und dem Ufer regte sich die Mannschaft gleich schwarzen Schatten, die mitten aus dem Lichtkreise sich deutlich hervorhoben. In diesem Augenblick kamen wir um die höchste Spitze des Vordergrundes der Felsen, auf welcher das Gewölbe ruhte. Da sah ich, dass Bienen nicht die einzigen Repräsentanten des Tierreichs im Inneren dieses Vulkans waren. Raubvögel schweiften und streiften hier und da im Dunkel und flohen aus ihren Nestern auf Felsspitzen. Es waren Sperber und schreiende Weihe. Auf den Abhängen gab es auch hübsche, fette Trappen, die so schnell als ihre Läufe sie trugen, davoneilten. Man kann sich denken, wie der Kanadier Luft nach solchen Braten bekam und wie leid es ihm war, keine Flinte zur Hand zu haben. Er versuchte durch Steine das Blei zu ersetzen, und es gelang ihm auch, nach einigen furchtlosen Versuchen, eines der prächtigen Tiere zu verwunden. 20-mal, das ist die reine Wahrheit, setzte er sein Leben daran, bis er es in seinen Sack zu den Lebkuchen bekam. Darauf mussten wir uns wieder abwärts nach dem Ufer wenden, denn auf den Gebirgskamm konnten wir nicht gelangen. Über uns sah der klaffende Krater aus wie eine weite Brunnenmündung. Von dieser Stelle aus konnte man den Himmel ziemlich klar erkennen, und ich sah vom Westwind zerzaustes Gewölk ziehen, das mit seinen Nebelfetzen am Gipfel des Berges streifte, also in mäßiger Höhe, denn der Vulkan ragte nicht mehr als 800 Fuß über dem Meeresspiegel. Eine halbe Stunde nach der letzten Tat des Kanadiers waren wir wieder am inneren Ufer angelangt. Hier war die Flora durch ein dichtes Beet Meerfenchel repräsentiert, die kleinen Schirmpflänzchen, welche man gerne zum Einmachen verwendet. Conseil sammelte einige Büschel davon. Die Fauna zählte nach Tausenden Schalttiere aller Art, Hummer, Krabben, Feldspinnen, Seejungfern und eine zahllose Menge von Muscheln, Porzellan, Purpurschnecken, Napfmuscheln. Hier öffnete sich eine prachtvolle Grotte. Wir genossen ein wahres Vergnügen, uns auf den seinen Sand hinzustrecken. Ihre Wände waren vom Feuer glatt emailliert und funkelnd, ganz mit Glimmerstaub bestreut. Ned Land betastete die Wände, als wolle er untersuchen, wie dick sie seien. Ich konnte mich des Lachens nicht enthalten. Die Unterhaltung wendete sich auf die ewigen Entweichungsprojekte, und ich glaubte, ohne Übertreibung, ihnen die Hoffnung geben zu können, der Captain Nemo sei nur deshalb so weit nach Süden gegangen, um sich mit Sodium zu versehen. Ich hoffte demnach, er werde sich jetzt wieder den Küsten Europas und Amerikas nähern. Dann sei es möglich, mit mehr Aussicht auf Erfolg den gescheiterten Versuch nochmals zu machen. Seit einer Stunde hatten wir uns in dieser reizenden Grotte gelagert. Die anfangs so beliebte Unterhaltung stockte, und wir neigten zum Schlaf. Da ich keinen Grund sah, dieser Neigung Widerstand zu leisten, so gab ich mich tiefem Schlummer hin. Ich träumte, die Träume liegen nicht in unserer Wahl. Ich träumte, mein Dasein habe sich nun auf das vegetative Leben einer Molluske eingeengt. Es kam mir vor, diese Grotte bildete die doppelte Schale meiner Muschel. Da weckte mich plötzlich Conseils lauter Ruf. Auf, schrie der wackere Junge. Was gibt's? Fragte ich und richtete mich etwas auf. Das Wasser dringt zu uns ein. Ich sprang auf. Das Meer stürzte reißend wie ein Bergstrom in unsere Zufluchtsstätte, und da wir keine Molluske waren, so mussten wir allerdings flüchten. In einigen Augenblicken waren wir in Sicherheit auf dem höchsten Punkt eben dieser Grotte. Was geht hier vor? Fragte Conseil. Ist's ein neues Phänomen? Nein, mein Freund, erwiderte ich. Das ist die Flut, nichts weiter. Der Ozean schwillt draußen an. Und nach dem Naturgesetz muss auch der Wasserspiegel des Sees steigen. Wir sind mit einem kleinen Bade davongekommen. Wir wollen zum Nautilus und uns umkleiden. Nach 3/4 Stunden hatten wir unseren Rundgang vollendet und kamen wieder an Bord. Die Leute der Bemannung waren eben mit dem Einladen des Sodiums fertig, und der Nautilus hätte sogleich abfahren können. Doch der Captain Nemo gab keinen Befehl dazu. Wollte er die Nacht abwarten und im Stillen die unterseeische Einfahrt passieren? Vielleicht.
wie dem auch sein mag, am folgenden Morgen vor den Nautilus, nachdem er seinen Zufluchtshafen verlassen, weit ab von jedem Land auf hoher See, einige Meter unter dem Spiegel des Atlantischen Ozeans. Ende von Teil 2, Kapitel 10, gelesen von Ellie, Juni 2009. Teil 2, Kapitel 11, von 20.000 Meilen unter dem Meer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Alexander Jäger, 20.000 Meilen unter dem Meer, von Jules Verne, Teil 2, Kapitel 11. Das Tangmeer. Die Richtung des Nautilus hatte sich nicht geändert. Jede Hoffnung auf eine Rückkehr in die Meere Europas musste also für die nächste Zeit aufgegeben werden. Der Kapitän Nemo steuerte geradewegs südwärts. Wohin schleppte er uns? Ich getraute mir nicht, es zu ahnen. An diesem Tage fuhr der Nautilus durch einen ansehnlichen Teil des Atlantischen Ozeans. Jedermann weiß, dass darin eine große Strömung warmen Wassers ist, bekannt unter dem Namen Golfstrom. Er fließt, nachdem er aus den Engen von Florida herausgekommen, in die Richtung von Spitzbergen. Aber bevor dieser Strom in den Golf von Mexiko gedrungen, um den 44. Grad nördlicher Breite, teilt er sich in zwei Arme, von denen der eine nach den Küsten Irlands und Norwegens hinzieht, während der andere südlich nach den Azoren zu sich wendet. Darauf bricht er sich an der afrikanischen Küste und kehrt in einem länglichen Oval nach den Antillen zurück. Dieser zweite Arm nun, eher ein Halsband als ein Arm, umgibt mit seinen Ringen warmen Wasser den kalten, ruhigen, unbeweglichen Teil des Ozeans, welchen man das Tangmeer nennt. Die Gewässer dieser großen Strömung bilden inmitten des Atlantischen Ozeans einen wahren See und braucht nicht weniger als 3 Jahre Zeit, um ihn ganz zu durchlaufen. Das Tangmeer bedeckt eigentlich den ganzen Teil des versunkenen Atlantis. Manche Schriftsteller haben gar die Meinung aufgestellt, die zahlreichen Kräuter, womit es bedeckt ist, hätten ihren Ursprung in dem Wiesenland des vormaligen Kontinents. Wahrscheinlicher jedoch ist, dass diese Kräuter, Algen und Meergras vom Golfstrom aus den Küstengegenden Europas und Amerikas fortgeschwemmt und bis in diese Zone geführt worden sind. Dieses war auch einer der Gründe, welche Kolumbus auf die Vermutung brachten, es existiere eine neue Welt. Als die Fahrzeuge dieses kühnen Entdeckers in das Tangmeer kamen, konnten sie nur mit Mühe inmitten der Kräuter fortkommen, welche zum großen Schrecken der Mannschaft den Lauf der Schiffe hemmten, und sie verloren 3 lange Wochen damit, über sie hinauszukommen. So war die Gegend beschaffen, welche der Nautilus eben besuchte. Ein echtes Wiesenland, ein dichtes Gewirre von Algen und Meergras, das so fest zusammenhing, dass der Kiel eines Fahrzeuges nur mit Mühe hindurchdringen konnte. Der Kapitän Nemo wollte auch nicht seine Schraube sich in dieser Kräutermasse verwickeln lassen und hielt sich daher einige Meter tief unter der Meeresoberfläche. Hauptbestandteil dieser ungeheuren Bank ist Seegras. Als Grund, weshalb dieses Wassergewächs in dem ruhigen Becken des Atlantischen Meeres zusammenkommen, führt der Gelehrte Maury Folgendes an. Die Erklärung, sagt er, welche man davon geben kann, scheint aus einer allgemein bekannten Wahrnehmung hervorzugehen. Wenn man Korkstückchen oder sonst schwimmende Gegenstände in ein Gefäß tut und setzt das Wasser des Gefäßes in eine Kreisbewegung, so sieht man, dass die zerstreuten Krümelchen sich im Zentrum der Oberfläche zu einer Gruppe sammeln, das heißt, an den am wenigsten bewegten Punkt. Bei der fraglichen Naturerscheinung ist das Atlantische Meer das Gefäß, der Golfstrom die Kreisbewegung und das Tangmeer der Mittelpunkt, zu welchem die zerstreuten schwimmenden Körper sich sammeln. Ich teile Maurys Ansicht und habe die Erscheinung von dem eigentümlichen Standpunkt aus, wohin die Schiffe selten dringen, studieren können. Über uns schwammen Körper, die aus allen Gegenden herkamen und häuften sich mitten in diesen bräunlichen Kräutern, Baumstämme, aus den Anden oder den Felsengebirgen, welche durch den Amazonenstrom oder den Mississippi herbeigeschwemmt waren, zahllose Strandgut, Stücke von Kielen und Brettern dermaßen von Muschelwerk beschwert, dass es nicht wieder auf die Meeresoberfläche aufsteigen konnte. Und die Zeit wird einst die andere Ansicht Maurys rechtfertigen, dass diese seit Jahrhunderten so zusammengehäuften Stoffe durch Einwirken des Wassers sich mineralisieren und dann unerschöpfliche Kohlengruben bilden werden. So bereitet die Natur einen kostbaren Vorrat für die Zeit, wann die Menschen die Gruben des Kontinents werden ausgebeutet haben. Mitten in diesem verworrenen Gewebe von Kräutern und Seegras bemerkte ich reizende, rosafarbene Seesplinte,
Meernesseln, deren Fühlhörner gleich langem Haupthaar herabhingen, grüne, rote, blaue Medusen und besonders die großen Rhizotomen Cuviers, deren bläulicher Schirm mit einer violetten Girlande umbordet ist. Den ganzen 22. Februar brachten wir im Tangmeer zu, wo die Fische, welche gern Seepflanzen und Schalthiere fressen, reichlich Nahrung finden. Am folgenden Tag hatte der Ozean wieder ein gewöhnliches Aussehen. Von da an, 19 Tage lang, vom 23. Februar bis zum 12. März, fuhren wir unausgesetzt mit der Geschwindigkeit von 100 Lieues in 24 Stunden. Der Kapitän Nemo wollte offenbar sein unterseeisches Programm ausführen, und ich zweifle nicht, dass er im Sinn hatte, nachdem er um das Kap Horn herumgefahren, in die südlichen Meere des Stillen Ozeans zurückzukehren. Ned Land hatte daher Grund zu Besorgnissen gehabt. Auf hoher See durfte man ja nicht versuchen, von Bord zu entweichen. Ebenso wenig konnte man sich dem Willen des Kapitäns Nemo widersetzen. Das Einzige, was uns blieb, war Unterwerfung. Aber ich gab mich gerne dem Gedanken hin, das, was man nicht mehr von der Gewalt oder List erwarten durfte, einmal durch Überredung zu erlangen sein würde. Sollte nicht der Kapitän Nemo nach Beendigung dieser Fahrt einwilligen, uns auf einen Eid, niemals das Geheimnis seines Daseins zu enthüllen, die Freiheit wiederzugeben. Wir würden ein Ehrenwort gehalten haben, aber man musste über diese delikate Frage mit dem Kapitän unterhandeln. Würde ich nun aber mit dieser Reklamation ankommen können? Hatte er nicht von Anfang an förmlich erklärt, das Geheimnis seines Lebens verlange unsere ewige Gefangenschaft an Bord des Nautilus? Musste ihm nicht mein Stillschweigen seit 4 Monaten als eine stille Genehmigung dieser Lage vorkommen? Den Gegenstand zur Sprache zu bringen, konnte ihm einen Verdacht einflößen, der unseren Plänen schaden musste, wenn sich später eine günstige Gelegenheit ergeben sollte, sie wieder vorzunehmen? Ich erwog alle diese Gründe, überlegte sie in meinem Geist hin und her, besprach sie mit Conseil, der ebenso verlegen war wie ich. Schließlich, obwohl ich nicht leicht zu entmutigen war, begriff ich doch, dass sich die Aussichten, meinesgleichen jemals wiederzusehen, täglich minderten, zumal, seit der Kapitän wie unsinnig in den Süden eilte. Während der obgedachten 19 Tage begab sich kein besonderer Zwischenfall. Ich sah den Kapitän wenig. Er arbeitete. Ich sah in der Bibliothek öfters Bücher, die er aufgeschlagen liegen ließ, besonders naturhistorischen Inhalts. Mein Werk über den Meeresgrund war am Rande mit Anmerkungen bedeckt, welche oft mit meinen Theorien und Ansichten im Widerspruch waren. Aber der Kapitän beschränkte sich darauf, dergestalt meine Arbeit zu verbessern, und selten besprach er sich darüber mit mir. Manchmal hörte ich die melancholischen Töne seiner Orgel, die er sehr ausdrucksvoll spielte, aber nur bei Nacht, mitten in stiller Dunkelheit, wann der Nautilus in den einsamen Gegenden des Ozeans schlummerte. Während dieser Zeit fuhren wir ganze Tage lang auf der Oberfläche. Das Meer war wie öde und verlassen. Kaum sah man einige Segelschiffe, Ostindienfahrer in der Richtung nach dem Kap der Guten Hoffnung. Eines Tages wurden wir von Walfischjägern verfolgt, die uns ohne Zweifel für einen kostbaren Walfisch ansahen. Aber der Kapitän Nemo wollte nicht diesen wackeren Leuten Zeit und Mühe verlieren lassen und tauchte unter. Die Fische, welche ich unterdessen mit Conseil beobachten, unterschieden sich wenig von denjenigen, welche wir unter anderen Breiten studiert hatten. Hauptsächlich gehörten sie der fürchterlichen Gattung der Knorpelfische an, welche nicht weniger als 32 Arten zählt. Gestreifte Haifische, 5 Meter lang, mit plattem Kopf, der breiter als der Körper ist, zugerundeten Schwanzflossen und 7 großen schwarzen Parallelstreifen der Länge nach auf dem Rücken. Sodann perlgraue oder aschgraue, mit 7 Kiefernöffnungen und einer einzigen Rückenflosse ungefähr an der Mitte des Körpers. Auch große Meerhunde zogen vorüber, die unendlich gefräßig sind. Es gibt Fischermärchen, welche berichten, man habe im Leib eines solchen einen Büffelkopf und ein ganzes Kalb gefunden, in einem anderen 2 Thunfische und einen Matrosen in Uniform und anderes dergleichen. Lassen wir nun dieses dahingestellt sein, so waren diese Tiere doch immer von der Art, dass sie sich in den Garnen des Nautilus nicht fangen ließen, um von ihrer Gefräßigkeit mich selbst zu überzeugen. Ganze Tage lang begleiteten uns zierliche und mutwillige Delfine scharenweise. Sie zogen in Banden von 5 bis 6 zusammen und hielten Hetzjagd, wie die Wölfe zu Lande. Gefräßig sind sie übrigens nicht minder als die Meerhunde. Diese Familie zählt 10 Gattungen. Die ich bemerkte, waren 3 Meter lang, oben schwarz,
unten rosaweiß mit einzelnen Flecken und hatten eine sehr schmale Schnauze, die viermal so lang war als der Schädel. Auch trafen wir in diesen Gewässern merkwürdige Probestückchen von Stachelflossern, von denen man erzählt, sie sängen melodisch wie in einem Konzert und zwar schöner als Menschenstimmen. Ich will dem nicht widersprechen, muss aber bedauern, dass sie uns bei dem Vorüberfahren nicht mit einem Ständchen bedacht haben. Conseil zählte endlich auch eine Menge fliegender Fische auf. Es ist gewiss merkwürdig, wie die Delfine mit höchster Genauigkeit auf sie Jagd machen. Wohin ein solcher Vogel auch seinen Flug richtete, welche Bahn er dabei beschreiben mag, selbst über den Nautilus hinaus, der Unglückliche fällt immer in dem zum Aufschnappen geöffneten Rachen des Delfins. Es waren entweder Seeherr oder Meerweihe mit leuchtendem Maul, die bei Nacht feurige Streifen durch die Luft zogen, dann gleich Sternschnuppen in das dunkle Wasser fielen. In dieser Weise fuhren wir ununterbrochen bis zum 13. März. An diesem Tage wurde der Nautilus zu Sondierungen verwendet, welche mein lebhaftes Interesse erregten. Wir hatten damals nahezu 13.000 französische Meilen seit unserer Abfahrt aus der hohen See des stillen Ozeans gemacht und befanden uns unter 45 Grad 37 Minuten südlicher Breite und 37 Grad 53 Minuten westlicher Länge. In derselben Gegend hatte der Kapitän Denham des Herald mit 14.000 Meter Sonde keinen Grund gefunden. Und ebenso war der Leutnant Parker von der amerikanischen Fregatte Congress mit 15.140 Metern nicht zum Ziel des Meeresgrundes gekommen. Der Kapitän Nemo entschloss sich, mit seinem Nautilus bis in die äußerste Tiefe hinabzufahren, um diese verschiedenen Sondierungen zu prüfen. Ich machte mich bereit, alle Ergebnisse des Experiments zu notieren. Die Läden des Salons wurden geöffnet und die Manövers begannen, um zu den so wunderhaft tiefen Schichten hinabzukommen. Es versteht sich wohl, dass nicht davon die Rede sein konnte, durch Anfüllen der Behälter hinabzutauchen. Vermutlich hätten sie die spezifische Schwere des Nautilus nicht hinreichend erhöhen können. Sodann hätte man, um wieder aufwärts zu kommen, dieses Übermaß von Wasser hinaustreiben müssen, und die Pumpen hätten nicht Kraft genug gehabt, um den äußeren Druck zu überwinden. Der Kapitän Nemo entschloss sich, den Meeresgrund durch eine hinreichend lange Diagonale aufzusuchen, vermittels seiner geneigten Flächen, welche in einem Winkel von 45 Grad zu den Wasserlinien des Nautilus gerichtet wurden. Hierauf wurde der Schraube ihr höchstes Maß von Schnelligkeit gegeben, und sie schlug mit unbeschreiblicher Gewalt die Wellen. Unter diesem mächtigen Druck dröhnte der Rumpf des Nautilus wie eine tönende Saite und sank regelmäßig unter die Gewässer hinab. Der Kapitän und ich, wir begleiteten den Zeiger des Manometer, welcher reißend schnell umlief. Bald hatten wir die bewohnbare Zone, wo die meisten Fische hausen, zurückgelegt. Wenn manche dieser Tiere nur an der Oberfläche der Meere oder Flüsse leben können, so halten sich andere, eine geringere Anzahl, in sehr großen Tiefen auf. Unter diesen letzteren beobachtete ich eine Art Meerhund mit 6 Atmungsspalten, den Teleskopen mit enormen Augen, den Panzerhahn mit grauem Bauch und schwarzen Brustflossen, der mit einem Brustharnisch vom blassroten Knochenplättchen beschützt war. Ich fragte den Kapitän Nemo, ob er in noch größerer Tiefe Fische bemerkt habe. »Fische?« erwiderte er selten. »Aber nach gegenwärtigem Zustand der Wissenschaft, was nimmt man an? Was weiß man?« »Das will ich Ihnen sagen, Kapitän. Man weiß, dass wenn man zu den niederen Schichten des Ozeans hinabsteigt, das vegetale Leben schneller als das Animale verschwindet. Man weiß, dass da, wo sich noch belebte Wesen finden, nicht eine einzige Wasserpflanze mehr fortkommt. Man weiß, dass die Pilgermuscheln, die Austern, in einer Tiefe von 2000 Metern leben und dass McClintock einen lebenden Seestern aus einer Tiefe von 2500 Metern geholt hat. Aber Kapitän Nemo, vielleicht werden Sie mir sagen, dass man nichts weiß.« »Nein, Herr Professor«, erwiderte der Kapitän, »ich werde so unhöflich nicht sein. Doch will ich Sie fragen, wie erklären Sie, dass Geschöpfe in solcher Tiefe leben können?« »Ich erkläre es aus 2 Gründen«, erwiderte ich. »Erstens, weil die senkrechte Strömungen, welche durch den verschiedenen Salzgehalt und Dichtigkeit des Wassers bestimmt werden, eine Bewegung hervorrufen, welche genügt, um den niederen Grad vom Leben der Meerpalmen unter anderem zu erhalten.« »Richtig«, sagte der Kapitän Nemo,
sodann weiß man, daß wenn Sauerstoff die Basis des Lebens ist, die Quantität im Meerwasser aufgelösten Sauerstoff mit der Tiefe zunimmt, anstatt abzunehmen, und daß der Druck der unteren Schichten dazu beiträgt, ihn darin zusammenzupressen. So weiß man das, erwiderte der Kapitän Nemo, im Ton einiger Überraschung. Nun, Herr Professor, man hat Grund, es zu wissen, denn es ist wirklich so. Ich will nun die Tatsache hinzufügen, dass die Schwimmblase der Fische mehr Stickstoff als Sauerstoff enthält, wenn diese Tiere an der Oberfläche des Wassers gefischt würden, dagegen mehr Sauerstoff als Stickstoff, wenn sie aus großen Tiefen geholt werden. Dadurch erhält Ihr System eine Bestätigung. Doch setzen wir unsere Beobachtungen fort. Mein Blick fiel auf den Manometer. Das Instrument zeigte eine Tiefe von 6000 Meter. Unser Hinabfahren dauerte schon eine Stunde lang. Der Nautilus glitt über seine geneigten Flächen immer tiefer hinab. Die leeren Gewässer waren zum Staunen durchsichtig. Eine Stunde nachher waren wir 13.000 Meter tief und man konnte noch nichts vom Meeresgrund spüren. Doch bei 14.000 Metern gewahrte ich schwarze Spitzen, die inmitten der Gewässer sich erhoben. Aber es konnten ja Spitzen von Bergen sein, die höher als der Himalaya oder Mont Blanc sind, und man konnte also die Tiefe noch nicht abschätzen. Der Nautilus drang immer noch tiefer, ungeachtet des starken Druckes, den er litt. Ich fühlte, dass seine Eisenplatten unter der Fügung ihrer Zapfen zitterten, seine Eisenstangen sich krummbogen, seine Verschläge dröhnten, die Glasscheiben des Salon schienen unter dem Druck zu weichen. Und dieses solide Fahrzeug hätte ohne Zweifel nachgegeben, wäre es nicht, wie sein Kapitän sagte, widerstandsfähig gewesen wie ein fester Block. Im Vorbeifahren an den Felswänden bemerkte ich noch einige Muscheln, wie Serpula und Spinorbis, lebend. Aber bald verschwanden auch die letzten Repräsentanten des Tierlebens, und in einer Tiefe von 12.000 Meter drang er über die Grenzlinie unterseeischen Lebens hinaus, wie wenn der Ballon über die atmungsfähige Zone hinaus in die Lüfte steigt. Wir hatten eine Tiefe von 16.000 Meter, 4 Lieu, erreicht, und die Seitenwände des Nautilus hatten damals einen Druck von 1600 Atmosphären auszustehen, das heißt 1600 Kilogramm auf jeder Quadratzentimeter seiner Oberfläche. Welche Lage, rief ich aus, diese tiefen Regionen zu durchlaufen, wohin der Mensch noch nie gedrungen ist. Sehen Sie doch, Kapitän, diese prachtvollen Felsen, diese unbewohnten Grotten, und warum sollten wir darauf verwiesen sein, nur die Erinnerung daran festzuhalten? Wäre es Ihnen angenehm, fragte mich der Kapitän Nemo, mehr als die Erinnerung daran zu nehmen? Was meinen Sie damit? Ich meine, dass es ganz leicht ist, eine fotografische Ansicht von dieser unterseeischen Gegend aufzunehmen. Ich hatte noch nicht Zeit, mein Erstaunen über diesen neuen Vorschlag auszudrücken, als auf Bestellung des Kapitän Nemo ein Objektiv in den Salon gebracht wurde. Durch die weit geöffneten Läden, in dem das umgebende Wasser elektrisch beleuchtet war, verteilte sich das Licht mit vollständiger Klarheit. Kein Schatten, keine Abschwächung unserer künstlichen Beleuchtung. Das Sonnenlicht hätte einer solchen Vorrichtung nicht günstiger sein können. Der Nautilus, unter dem durch seine geneigten Ebenen bemeisterten Druck seiner Schraube, hielt sich unbeweglich. Das Instrument wurde auf die Ansichten des Meeresgrundes gerichtet, und in einigen Sekunden hatten wir ein äußerst reines Negativbild. Ich gebe hier eine Abbildung des Positiven. Man sieht darauf jene urweltlichen Felsen, welche niemals das Himmelslicht erblickt haben, jeden Granitkern, welcher die mächtige Grundschicht des Erdballs bildet, diesen tiefen, in den Steinmassen ausgehöhlten Grotten, diese unvergleichlich klaren Profile, deren letzter Strich sich schwarz abhebt, sodann weiter hinaus ein Horizont von Bergen, eine bewundernswerte Wellenlinie, welche den Hintergrund des Gemäldes bildet. Unbeschreiblich ist dieses Gesamtbild glatter, schwarzer, glänzender Felsen, ohne ein Moospflänzchen, ohne einen Flecken, in seltsam geschnittenen Formen, von solidem Bau, auf diesem Teppich von Sand, der in den Strahlen des elektrischen Lichtes funkelte. Doch als die Arbeit fertig war, sprach der Kapitän Nemo: Jetzt wollen wir wieder aufsteigen, Herr Professor.
man darf den Nautilus nicht allzu lange solchem Druck aussetzen. Jawohl, erwiderte ich, halten Sie sich fest. Ich hatte noch nicht Zeit zu begreifen, weshalb der Kapitän mir dieses empfahl, als ich zu Boden geworfen wurde. Als auf ein Signal des Kapitäns die Schraube gehemmt, die Ebenen senkrecht gerichtet waren, fuhr der Nautilus, wie ein Ballon in die Lüfte steigt, mit blitzgleicher Schnelligkeit aufwärts. Er durchschnitt die Masse der Gewässer mit lautem Zischen. Unmöglich war es, irgendein Detail zu sehen. In 4 Minuten legte er die 4 Lieues zurück, welche er von der Oberfläche des Ozeans entfernt war, fuhr gleich einem fliegenden Fisch über dieselbe empor und fiel wieder hinab, dass die Wogen zum Erstaunen hoch aufspritzten. Ende von Teil 2, Kapitel 11, gelesen von Alexander Jäger, Tuttlingen. Teil 2, Kapitel 12, von 20.000 Meilen unter dem Meer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Alexander Jäger, 20.000 Meilen unter dem Meer, von Jules Verne, Teil 2, Kapitel 12. Pottfische und Walfische. Während der Nacht des 13. zum 14. März fuhr der Nautilus in seiner südlichen Richtung weiter. Ich dachte, auf der Höhe des Kap Horn werde er dieses umfahren, um in dem stillen Ozean seine Rundreise um die Erde zu vollenden. Wollte er zu dem Pol dringen? Das wäre unsinnig gewesen. Ich fing an zu glauben, dass die Verwegenheiten des Kapitäns hinlänglich die Befürchtungen Ned Lands rechtfertigten. Der Kanadier sprach seit einiger Zeit nicht mehr mit mir über seine Fluchtprojekte. Er war weniger mitteilsam, fast schweigsam geworden. Ich sah, wie die Fortdauer der Gefangenschaft auf ihm lastete. Ich fühlte, wie sich der Zorn in ihm steigerte. Wenn er mit dem Kapitän zusammentraf, funkelten seine Augen von einem düsteren Feuer, und ich fürchtete stets, das Ungestüm seines Charakters werde ihn zu einem Äußersten treiben. Am 14. März kam er mit Conseil auf mein Zimmer. Ich fragte sie um die Ursache ihres Besuches. »Ich habe eine einfache Frage an Sie zu richten, mein Herr«, erwiderte der Kanadier. »Reden Sie, Ned. Wie viel Mann glauben Sie, dass sich an Bord des Nautilus befinden?« »Ich wüsste es nicht zu sagen, mein Freund.« »Es scheint mir«, versetzte Ned Land, »sein Manövrieren erfordert keine große Mannschaft.« »In der Tat«, erwiderte ich, »müssen in den Verhältnissen, worin er sich befindet, wohl 10 Mann höchstens dafür genügen.« »Nun«, sagte der Kanadier, »weshalb sollten mehr vorhanden sein?« »Weshalb?« entgegnete ich und sah Ned Land, dessen Absicht leicht zu erraten waren, fest ins Angesicht. »Weil«, sagte ich, »wenn ich nicht meine Ahnungen trügen, wenn ich die Existenz des Nautilus recht verstehe, derselbe nicht bloß ein Schiff, sondern eine Zuflucht für diejenigen sein soll, welche, wie sein Kommandant, alle Verbindung mit der Erde abgeschnitten haben.« »Vielleicht«, sagte Conseil, »aber am Ende kann der Nautilus doch nur eine gewisse Anzahl Menschen fassen, und mein Herr könnte wohl schätzen, wie viele höchstens.« »Wieso, Conseil?« »Durch Berechnung. Da der Umfang des Schiffraums meinem Herrn bekannt ist, folglich auch, wie viel Luft er fassen kann, da er ferner weiß, wie viel Luft jeder Mensch durch Einatmen verbraucht, und vergleicht er diese Resultate dann damit, dass der Nautilus alle 24 Stunden auftauchen muss?« Ich ließ Conseil nicht seinen Satz ausreden, denn ich sah wohl, wo er hinaus damit wollte. »Ich verstehe dich«, sagte ich, »aber diese Berechnung, obwohl leicht anzustellen, kann doch nur eine unbestimmte Ziffer ergeben.« »Gleich viel«, versetzte Ned Land dringend. »Die Rechnung ist folgende«, sagte ich, »jeder Mensch verbraucht in einer Stunde den in 100 Liter Luft enthaltenen Sauerstoff. Das macht in 24 Stunden so viel als 2400 Liter. Also muss man aufsuchen, wie viel man 2400 Liter Luft der Nautilus fasst.« »Ganz richtig«, sagte Conseil. »Da nun der Nautilus 1500 Tonnen fasst und die Tonne 1000 Liter Luft enthält, so muss der Nautilus 1500.000 Liter Luft fassen, die man mit 2400 zu dividieren hat.« Ich rechnete rasch das Exempel mit dem Bleistift. »Das macht 625. Das will ebenso viel heißen, als dass der Nautilus strenge genommen so viel Luft fasst, als für 625 Mann während 24 Stunden erforderlich ist.« »625«,
wiederholte Ned Land. Aber seien Sie nur versichert, fügte ich bei, dass wir, Passagiere, Matrosen oder Offiziere, nicht den zehnten Teil dieser Zahl ausmachen. Gegen drei Mann ist dies zu viel, brummte Conseil. Folglich, armer Ned, kann ich Ihnen nichts raten als Geduld. Und noch mehr Ergebung, erwiderte Conseil. Trotzdem, fuhr er fort, kann der Kapitän nicht immer fort südwärts fahren. Er muss wohl einmal einhalten, sei es auch nur von den Eisbergen, und muss in mehr kultivierte Meere zurückkehren. Dann wird es Zeit sein, Ned Lands Projekte wieder vorzunehmen. Der Kanadier schüttelte den Kopf, fuhr mit der Hand über seine Stirne und zog sich ohne zu antworten zurück. Erlaube mir, mein Herr, sagte darauf Conseil, etwas zu bemerken. Diesem armen Ned stehen seine Gedanken auf alles, was er nicht haben kann. Es kommt ihm alles aus seiner Vergangenheit. Alles, was uns untersagt ist, danach sehnt er sich. Seine früheren Erinnerungen überwältigen ihn, und sein Gemüt ist voll davon. Man muss ihn begreifen. Was hat er hier zu tun? Nichts. Er ist nicht ein Gelehrter wie mein Herr und weiß den Munden des Meeres keinen Geschmack abzugewinnen. Er würde alles daran setzen, um einmal eine Schenke seines Landes besuchen zu können. An ein tätiges Leben in Freiheit gewöhnt, musste der Kanadier die Einförmigkeit des Lebens an Bord unerträglich finden. Selten tragten Ereignisse ein, die ihn mit Leidenschaft interessieren konnten. Doch begab sich damals ein Zwischenfall, der ihm seine frohen Tage als Harpunier in Erinnerung brachte. Gegen 11 Uhr vormittags, als sich der Nautilus auf der Meeresoberfläche befand, geriet er mitten unter einem Trupp Walfische. Diese Tiere flüchten nämlich, wenn sie aufs Äußerste verfolgt werden, in höhere Breitengrade. Der Walfisch hat in der Geschichte der Entdeckungen eine große Rolle gespielt. Er hat die Basken, die Asturier, Engländer und Holländer gegen die Gefahren des Meeres gleichgültig gemacht, so dass sie bei seiner Verfolgung von einem Land zum anderen drangen. Sie sind vorzugsweise in den südlichen und nördlichen Meeren zu Hause. Wir saßen bei ruhiger Flut auf der Plattform, und der Oktober hat unter jenem Breitengraden recht schöne Herbsttage. Der Kanadier gewahrte in einer Entfernung von 5 Meilen einen Walfisch am östlichen Horizont. »Ach«, rief Ned Land, »wäre ich an Bord eines Walfischjägers, das wäre mir eine Lust. Was für ein stattliches Tier das ist. Wie mächtig schleudert er die Wassersäulen empor. 1000 Teufel, dass ich auch an dieses Stück Eisen gefesselt bin.« »Wie, Ned?« erwiderte ich. »Sie haben immer noch Ihre alten Fischergedanken?« »Mein Herr, kann ein Walfischfänger sein Handwerk vergessen?« »In diesen Meeren, Ned, haben Sie nie gefischt?« »Nein, mein Herr, nur im Norden und in der Berings- wie in der Davisstraße.« »Sie kennen also den südlichen Walfisch noch nicht? Der nördliche, den Sie bisher gejagt haben, würde sich nicht in die warmen Gewässer des Äquators wagen.« »Ah, Herr Professor, was sagen Sie mir da?« erwiderte der Kanadier etwas ungläubig. »Ich sage Ihnen, wie es wirklich ist. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Ich habe im Jahre 65 in der Nähe von Grönland einen Walfisch aufgetrieben. Den steckte in der Seite eine Harpune mit dem Stempel eines Walfischjägers der Beringstraße. Nun frage ich Sie, wie ist es möglich gewesen, dass ein Tier, welches im Westen von Amerika getroffen wurde, im Osten erlegt wurde, wenn es nicht über den Äquator kam, sei es ums Kap Horn oder ums Kap der Guten Hoffnung?« »Das ist doch meine Meinung«, sagte Conseil, »und ich bin begierig, was mein Herr darauf antworten wird.« »Ich habe darauf zu antworten, meine Freunde, dass die Walfische ihren Gattungen nach in gewissen Meeren einheimisch sind, welche sie nicht verlassen. Wenn es nun der Fall ist, dass ein solches Tier aus der Berings in die Davisstraße kam, so ist das ganz einfach ein Beweis, dass zwischen dem einen und dem anderen Meere eine Verbindung stattfindet, sei es auf der amerikanischen oder asiatischen Küste.« »Darf man das glauben?« fragte der Kanadier. »Meinem Herrn muss man wohl glauben«, erwiderte Conseil. »Weil ich also«, fuhr der Kanadier fort, »niemals in diesen Gegenden gefischt habe, kenne ich nicht die da hausenden Walfische?« »Das ist meine Meinung, Ned.« »Umso mehr Grund, Ihre Bekanntschaft zu machen«, versetzte Conseil. Sehen Sie da«, rief der Kanadier mit bewegter Stimme, »da kommt einer herauf. Auf zu uns, er verhöhnt mich. Er weiß, dass ich nichts gegen ihn kann.« Ned stampfte mit dem Fuße, ballte die Faust, als schwinge er seine Harpune. »Sind diese Walfische ebenso groß«, fragte er, »als die im Norden?« »Fast ebenso, Ned. Denn ich habe sehr große Walfische gesehen, mein Herr. Die waren bis 150 Fuß lang. Man hat mir sogar erzählt, der Hullamock
und der Umgallick der Aleuteninseln seien ihm mitunter noch größer. Das scheint mir übertrieben, erwiderte ich. Die hiesigen, gleich den Pottfischen, sind im Allgemeinen kleiner wie die nördlichen. Ah, rief der Kanadier, der unverwandt aufs Meer hinausschaute, er kommt näher, in den Bereich des Nautilus. Dann fuhr er fort, Sie haben den Pottfisch ein kleines Tier genannt, doch führt man Beispiele von riesenmäßiger Größe an. Sie sind gescheit, mitunter sagt man, bedecken sie sich mit Algen und Meergras, man hält sie für Eilande, lässt sich drauf nieder, macht Feuer an. Man baut Häuser drauf, sagte Conseil. Ja, Possenreißer, erwiderte Ned Land. Darauf, eines schönen Morgens, taucht das Tier unter und nimmt alle seine Bewohner mit in die Tiefe. Ei, Meister, es scheint, Sie lieben solche Extrageschichten. Ich hoffe, Sie glauben nicht daran. Herr Naturforscher, erwiderte der Kanadier ernsthaft, von den Walfischen kann man alles glauben. Man behauptet, sie können in 14 Tagen den Weg um die Erde machen. Ich widerspreche nicht, sagte ich. Doch muss man daran glauben? Nicht allzu viel, erwiderte Ned Land. Ebenso wenig, als wenn ich sagte, es gäbe 300 Fuß lange Walfische. Das ist allerdings etwas stark, sagte ich. So plauderten sie noch eine Weile von unglaublichen Dingen. Aber Ned Land hörte nicht mehr zu. Der Walfisch kam näher. Ah, rief er aus. Es ist nicht mehr ein Tier, es sind 10, 20, eine ganze Herde. Und nichts tun zu können. Aber Freund Ned, sagte Conseil, warum fragen Sie nicht den Kapitän Nemo um Erlaubnis, eine Jagd zu machen? Conseil hatte noch nicht ausgesprochen, als Ned Land schon die Luke hinabeilte, den Kapitän aufzusuchen. Nach einer kleinen Weile erschienen sie beide wieder auf der Plattform. Der Kapitän Nemo betrachtete die Truppe, welche sich eine Meile entfernt auf dem Wasser belustigte. Es sind Südwalfische, sagte er. Es wäre dafür eine Flotte von Waljägern zu tun. Nun, mein Herr, könnte ich nicht Jagd darauf machen, sei es auch nur, um mein früheres Handwerk nicht zu vergessen. Weshalb denn? Erwiderte der Kapitän Nemo. Jagen, nur um zu vernichten? Wir brauchen an Bord keinen Tran. Doch haben Sie mir im Roten Meere gestattet, den Dugong zu verfolgen. Damals handelt sich darum, meiner Mannschaft frisches Fleisch zu verschaffen. Hier aber wäre es töten, nur um zu töten. Ich weiß zwar, dass dies ein Vorrecht des Menschen ist, aber ich lasse so mörderischen Zeitvertreib nicht gelten. Wenn ihr den südlichen Walfisch ebenso wie den nördlichen vernichtet, unschädliche und nützliche Geschöpfe, so ist das zu tadeln. So hat man bereits die ganze Baffin's Bay verödet, und es wird eine Klasse nützlicher Tiere ausgerottet. Lasset doch die armen Walfische in Ruhe, die an ihren natürlichen Feinden, den Pottfischen, Schwert- und Sägefischen, schon genug haben. Man kann sich vorstellen, was der Kanadier bei dieser Morallektion für ein Gesicht machte. Solche Gründe waren bei einem Jäger weggeworfene Worte. Ned Land sah den Kapitän Nemo ins Angesicht, verstand aber offenbar nicht, was er damit meinte. Doch hatte der Kapitän recht. Der barbarische und unüberlegte Eifer der Walfischjäger wird einmal diese Tierart vom Ozean vertilgen. Ned Land pfiff halblaut sein Yankee Doodle, steckte seine Hände in die Taschen und wendete uns den Rücken. Indessen betrachtete der Kapitän Nemo die Herde Walfische und sprach zu mir, »Nicht ohne Grund habe ich gesagt, dass auch ohne den Menschen die Walfische Feinde genug haben. Es wird nicht lange dauern, so werden diese ihre harte Not bekommen. Sehen Sie, Herr Aronnax, 8 Meilen unterm Wind, diese schwärzlichen Punkte sich bewegen?« »Ja, Kapitän«, erwiderte ich, »das sind Pottfische, fürchterliche Tiere, die ich mitunter in Scharen von 200 bis 300 getroffen habe. Diese, ein grausames, schädliches Gezücht zu vernichten, ist wohl gerechtfertigt.« Bei diesen Worten wendete sich der Kanadier lebhaft um. »Nun denn, Kapitän«, sagte ich, »es ist noch Zeit zugunsten der Walfische.« »Man braucht sich nicht der Gefahr auszusetzen, Herr Professor. Der Nautilus wird schon allein mit diesen Pottfischen fertig werden. Sein stählerner Schnabel kann wohl ebenso viel ausrichten als Meister Lands Harpune.« Der Kanadier zuckte kecks die Achseln. »Fische mit dem Schiffsschnabel anzugreifen, das wäre unerhört.« »Warten Sie nur, Herr Aronnax«, sagte der Kapitän Nemo. »Wir werden Ihnen jetzt eine Jagd zum Besten geben, von der Sie noch keinen Begriff haben. Kein Mitleid mit diesem wilden Getier.
sie bestehen ja nur aus Maul und Zähnen. Maul und Zähne, jawohl. Denn obwohl der Pottfisch mitunter 25 Meter groß ist, so nimmt sein enormer Kopf doch etwa den dritten Teil seines Körpers ein. Er ist besser bewehrt als der Walfisch, dessen Oberkiefer nur mit Barten besetzt ist, hat 25 starke, 20 Zentimeter hohe, walzenförmige, zugespitzte, 2 Pfund schwere Zähne im oberen Teil dieses enormen Kopfes und in großen, durch Knorpel gesonderten Höhlungen befinden sich 300 bis 400 Kilogramm des kostbaren Öles, welches Walrat genannt wird. Der Pottfisch ist ein hässliches Tier, von üblem Körperbau, ist sozusagen auf der linken Seite mangelhaft, so daß er auch nur mit dem rechten Auge sieht. Inzwischen kam die Truppe Ungeheuer immer näher heran. Sie hatten die Walfische bemerkt und bereiteten sich zum Angriff vor. Man konnte den Sieg der Pottfische voraussehen, nicht allein, weil ihr Körperbau ihnen den Vorteil über ihre Gegner gibt, sondern auch, weil sie länger unterm Wasser aushalten können, ohne auf der Oberfläche Luft schöpfen zu müssen. Es war hohe Zeit, den Walfischen zu Hilfe zu kommen. Der Nautilus tauchte ein wenig unter die Oberfläche. Conseil und Ned setzten sich neben mir vor die Fenster des Salons. Der Kapitän Nemo begab sich an die Seite des Steuerers, um sein Fahrzeug als wie eine Zerstörungsmaschine zu lenken. Bald wurden die Schläge der Schraube rascher und unsere Schnelligkeit nahm zu. Der Kampf zwischen den beiden Gegenparteien hatte schon begonnen, als der Nautilus zur Stelle kam. Er manövrierte dergestalt, dass er die Angreifer abschnitt. Diese waren anfangs ziemlich gleichgültig, als sie sahen, wie sich das neue Ungeheuer einmischte. Aber bald mussten sie seinen Stößen ausweichen. »Welch ein Kampf!« Ned Land frohlockte bald und klatschte mit den Händen. Der Nautilus kam ihm vor wie eine furchtbare Harpune, welche sein Kapitän schleuderte. Er warf sich gegen die Fleischmassen, schnitt sie entzwei, so daß hinter ihm 2 gesonderte Hälften des Tieres zappelten. Die fürchterlichen Schläge seines Schwanzes, womit er ihn auf den Seiten traf, spürte er nicht, ebenso wenig seine Stöße. War ein Pottfisch vernichtet, so drang er auf einen anderen ein, wendete an der Stelle, dass es ihm nicht entgehe, schoss vorwärts und zog sich zurück, nach der Weisung seines Steuerers, tauchte unter, wenn sein Gegner die Tiefe suchte, kam wieder mit ihm zur Oberfläche. Er traf ihn geradeaus oder schräg, zerschnitt oder zerfleischte, und wohin er sich wendete und drehte, mit seinem fürchterlichen Schnabel ihn durchbohrend. Welch Gemetzel, welch Getöse auf der Oberfläche der Fluten! Welch scharfes Pfeifen und eigentümliche Schnarchen der von Entsetzen ergriffenen Tiere! Eine ganze Stunde lang dauerte das Blutbad, dem die Großköpfe nicht entrinnen konnten. Einige Mal machten 10 bis 12 zusammen den Versuch, den Nautilus durch ihre Masse zu zerdrücken. Man sah durchs Fenster ihre ungeheuren, mit Zähnen umsäumten Rachen, ihr fürchterliches Auge. Ned Land, der außer sich war, drohte ihnen, höhnte sie. Man fühlte, wie sie sich an unser Fahrzeug klammerten, wie Hunde, die einen Keiler packten. Aber der Nautilus, mit gesteigerter Kraft seiner Schraube, schleuderte sie fort, schleppte sie nach oder zog sie wieder auf die Oberfläche, ohne dass ihr enormes Gewicht oder ihr mächtiges Drücken ihm etwas anhaben konnten. Endlich lichtete sich die Schar der Gegner, die aufgeregten Wogen wurden wieder ruhig. Ich fühlte, dass wir wieder zur Oberfläche kamen. Die Luke wurde geöffnet und wir stürzten auf die Plattform. Das Meer war mit verstümmelten Leichnamen bedeckt. Eine fürchterliche Explosion hätte nicht Ärger zerrissen, zerschnitten, zersetzt, wie hier mit diesen Massen geschehen waren. Wir schwammen mitten durch die Riesenkörper mit bläulichem Rücken und weißlichem Bauch. Einige Pottfische flohen voll Entsetzen nach dem Horizont. Einige Meilen weit waren die Wogen rot gefärbt und der Nautilus schwamm durch ein Blutmeer. Der Kapitän Nemo kam zu uns. »Nun, Meister Land«, sagte er. »Ei, mein Herr«, erwiderte der Kanadier, dessen Enthusiasmus sich gelegt hatte. »Es ist ein schrecklicher Anblick, wirklich. Aber ich bin kein Metzger, sondern ein Jäger, und das ist eine Metzelei.« »Es ist das Vernichten schädlicher Tiere«, erwiderte der Kapitän, »und mein Nautilus ist kein Metzgerbeil.« »Meine Harpune ist mir doch lieber«, versetzte der Kanadier. »Jeder hat seine Waffe«, erwiderte der Kapitän und blickte Ned Land scharf ins Angesicht. »Ich fürchtete schon, dieser werden sich zu einer Gewalttat fortreißen lassen, die gefährliche Folgen haben könnte.
aber sein Zorn legte sich im Anblick eines Walfisches, der den Zähnen der Pottfische nicht hatte entrinnen können. Ich erkannte den südlichen Walfisch, der ganz schwarz ist, mit plattem Kopf und sich von dem weißen und dem Nordkaper anatomisch dadurch unterscheidet, dass die 7 Nackenwirbel zusammengelötet sind und er 2 Rippen mehr hat als die anderen derselben Gattung. Das Tier lag tot auf dem Rücken, den Bauch von Bissen durchbohrt. An seinem Zipfel seiner Flosse hing ein Junges, das er nicht mehr hatte retten können. Der Kapitän Nemo fuhr zu dem Leichnam heran. 2 Matrosen stiegen auf den Leib des Tieres, und ich sah mit einigem Erstaunen, wie sie aus dem Eutern desselben alle Milch, welche diese enthielten, herausmolken, im Gestalt von 2 bis 3 Tonnen. Der Kapitän bot mir eine Tasse der noch warmen Milch an. Ich konnte mich nicht enthalten, meinen Ekel davor ihm zu erkennen zu geben. Er versicherte mir, die Milch sei vortrefflich und auch nicht im Mindesten von Kuhmilch verschieden. Ich kostete und teilte seine Meinung. Das war für uns ein nützlicher Vorrat, denn diese Milch in Form von Butter oder Käse musste für unsere tägliche Kost eine angenehme Abwechslung geben. Von diesem Tage an merkte ich mit Unruhe, dass Ned Lands Stimmung gegen den Kapitän immer übler wurde, und entschloss mich, seine Handlungen und Gebärden strenge zu überwachen. Ende von Teil 2, Kapitel 12. Gelesen von Alexander Jäger, Tuttlingen.